Zeige mir bitte, Yannick, deinen aktuellen letzten WhatsApp-Chatverlauf. Oh. Um was geht's da? Würde mich brennend, ich bin überhaupt nicht neugierig. Mein letzter war mit Corey Mapes von Heilbronner Falken. Was habt ihr geschrieben? Was wir geschrieben haben, ich hatte ihn jetzt neulich gefragt, wie die Weihnachtsfeier gelaufen ist. Die Weihnachtsfeier von Heilbronner Falken. Falken, genau. Wo hat die stattgefunden? In Heilbronn, im Ratskeller, glaube ich. Oh, ist das. Schön. Ja. Interessant. Lang? Ja, er hat gesagt, es war feuchtfröhlich. Feuchtfröhlich? Feuchtfröhlich, ja. Okay. Zeige mir bitte deinen aktuell letzten WhatsApp-Chat-Verlauf. Meine Freundin. Sie hat geschrieben, ich soll immer daran denken, dass ich die tollste Freundin habe. Dann kannst du es jetzt hier reinsaugen. Ich habe die tollste Freundin. Ja, stimmt zu 100%. Ja, das war so das Letzte, was wir geschrieben haben. Sie hat auch einen tollsten Freund? Würde schon ja sagen. Würde schon, kannst du nicht sagen. Na klar. Du musst selbstbewusst auftreten und sagen, ja, logisch. Jetzt machen wir es nochmal, weil das schneiden wir dann nochmal zusammen. Und hat sie den besten Freund? Zu 100% hat sie den besten Freund. Mit Ben Smith habe ich geschrieben. Ben Smith von den Adler Mannheim? Ja, genau. Was habt ihr geschrieben? Was war der Dialog? I just tagged him. Jetzt sage ich schon auf Englisch, weil ich heute... Da hat er mir halt geschrieben, danke Timmy. Wir vermissen dich, wie es läuft hier bei der Nationalmannschaft. Die Jungs werden hier selbstverständlich die Daumen drücken während der U20-WM. Schauen bestimmt auch alle an beim Magenta Sport die Spiele. Ja, haben sie mir schon erzählt. Haben sie dir erzählt? Ja. Na, schau her, also bessere Unterstützung gibt es nicht als vom eigenen Team. Ich bin eigentlich nicht so auf der WhatsApp, aber... Seid ihr alle nicht mehr in der WhatsApp unterwegs? Das ist halt auch. Instagram, Snapchat, WhatsApp ist irgendwie ein bisschen tot, aber... Oh, danke, ich bin da noch drin. Von meinem Roomie eigentlich, also er hat mir geschrieben, willst du eigentlich auf dem Klo übernachten oder soll ich die Toilette im Stadion benutzen? Weil ich war, keine Ahnung, richtig lange eigentlich auf dem Klo gewesen und der hat mir das dann halt geschrieben, ich weiß nicht. Welcher Roomie? Herr Dennis Lobach. Ich weiß auch nicht, der ist halt immer, ja, weiß nicht, der muss halt auch ziemlich dringend aufs Klo manchmal und deswegen war ich da halt ein bisschen zu lang, ich weiß nicht, war wahrscheinlich auf Instagram zu lang und hab da irgendwas Spannendes gefunden, deswegen. Die aktuell letzte WhatsApp-Nachricht. Von wem ist die? Von wann ist die? Letzte war von meiner Mutter. Mhm. Was hat sie geschrieben, der Mama? Daumen hoch. Daumen hoch? Ja, weil mein Dad, der ist nach Berlin geflogen und hat meinen Bruder beim zweiten DL-Spiel zugeschaut. Und drunter habe ich noch geschrieben, Mama, schau Facebook, Kühlbox live. Die Mutter muss es ja wissen. Ja klar, Mama war live dabei bei Kühlbox live in der Kabine der U20-Nationalmannschaft. Ja.